So, heute kommt ein weiteres Video von den Street Views. Und zwar gehen wir heute die Brauereistraße mal runter zur Brauerei oder zu den Brauereien, muss ich sagen. Es sind ja mehrere. Und dann gehen wir die ehemalige Ingira Street, die jetzt auch irgendwie anders heißt. Die wechseln die Straßen ja alle Jahre, darum weiß man nicht. Ja, und dann schauen wir mal. Das ist eigentlich richtig schon Stadtmitte dann. Auch wenn es hier momentan nicht so ausschaut. Ihr seht schon, die Gräben werden tiefer. So, hier, wo jetzt noch rechts rüber geht's gut. So, wir wechseln mal die Straßenseite. Zu den Hunden. Zu den Hunden, ja. Genau, zu den Wuffis. Jeder Afrikaner geht jetzt auf die andere Seite normalerweise. Mambo! Lieb. Tja, Kinder, an alle Bayern, das da unten, das ist der Himmel auf Erden. Die Brauereien. Und dahinter ein Gebirge. Was für ein Gebirge dahinter? Sieht ihr das überhaupt nicht? Sieht man hier auf dem Video kaum. Zu klein. Ups. Wenn du hier nachts mit dem Auto fährst oder zu Fuß gehst, es gibt hier keine, ja, ist ja gut, es gibt hier keine Straßenbeleuchtung. Ja, schau dir mal da rechts an, wie das runtergeht hier. Seht ihr das? Und nachts ist das einfach nur dunkel. Es sieht aus wie Straße. Und da kann es dir dann schon passieren, also das ist auch schon öfters passiert, man sieht da schon manchmal so ein Auto am nächsten Morgen noch quer drin liegen. Es ist auch kein Böller oder irgendwas da. Ja. Was meinst du, dass in dem Tank da oben, dass das alles voller Bier ist? Nee, gell? Schade, schade. Ja, Tamalzer, ja, wahrscheinlich. Ja, hier seht ihr jetzt rechts auch das Schild. Die Tanzania Breweries. Ja, kommen wir jetzt wieder zurück. Ja. Ja, und jetzt gehen wir, oh, da schauen wir her, was da steht. Die N-Gira. Na gut, letztens war es noch die N-Gira Road. Jetzt heißt sie halt N-Gira Road, aber das macht nichts. Da gehen wir jetzt einfach mal entlang. Ups. Seht ihr da unten den Graben drin? Da laufen die Ziegen spazieren. Also nochmal, für alle zum Mitschreiben, wir sind hier mitten in der Stadt. Geil, oder? Limau Kaffeebar. Okay. Ich habe jetzt gerade entdeckt, da hinten ist wohl eine Kaffeebar, aber wenn eine Kaffeebar Zitrone heißt, dann nicht. Hier links seht ihr immer noch alles Brauerei und
weiter geht's. Jo. Brauerei nochmal. Gut, eigentlich sieht er nichts, aber egal. Ja, doch, schaut mal da oben, da sieht ein Trafo und eine super Verdrahtung. Und hier rechts ist dann so ein Funkturm für Telefon, Internet. Bitte? Ja, also das ist etwas, das muss ich euch fast zeigen. Es gibt hier Mülltonnen. Also eigentlich hat das Ding einen Seltenheitswert. So etwas gibt es hier normalerweise eher nicht. Es gibt zwar mittlerweile die Aktion, haltet die Stadt sauber. Aber, naja, ihr seht ja mein Video, es interessiert nicht wirklich jemanden. Aha. So, hier seht ihr auch wieder, gibt es was zu futtern, nach so einem amerikanischen Vorbild, glaube ich, mit Wakala und allem möglichen drin. Das ist die GX Road. Warum die so heißt, weiß ich nicht. Die sagen es halt. So, und hier seht ihr die Tansania Brewery. Die Vereinigten Brauereien. Der Eingang dazu. Das Bier in Tansania ist spitzenmäßig. Also ich finde, die schmecken alle recht gut. Und ja, hier kommt noch ein Don Kaka Barbecue. Also Bruders Barbecue, Bruders Grill. Da gibt es Corona. Ah, oh, dann gehen wir sofort. Ach, nee, das wollen wir nicht. Schmeckt aber auch gut. Corona meine ich. Also ihr seht ja schon, hier gibt es mehrere so ein bisschen verstecktere ja, Restaurants. Das ist so halb touristenmäßig. Auch hier habt ihr wieder. Für die besseren Locals, genau, richtig. Wobei die besseren Locals sich gar nicht so als bessere Locals sehen. Das ist irgendwie ein Ausdruck, den ich als Deutscher gebrauche. Aber hier ist wenig Menschen unterwegs. Hm. Papi. Ah, schaut mal, da gibt es ein Schild, ganz wichtig. Hier sollst du nicht pinkeln. Ich kann euch erklären, warum das Schild hier steht, weil hier unten ist ein Elektrozaun. Die Elektrozäune hier, die haben 15.000 Volt und 0,63 Ampere. Das heißt, wer da hinpinkelt, der ja, kann schon mal eine Nacht hier vor dem Zaun wahrscheinlich verbringen. Also die Dinger, die sind so, können auch tödlich sein, normalerweise. Hier gibt es die Ballonsafaris über die Serengeti. Kostet 500 bis 600 Dollar. Soll aber sehr schön sein. Na gut, ich meine, mit Ballon ist sowieso ein schönes Erlebnis und vor allem ruhig. Ja, hier sind die drin. Ja. Wie viele Tore haben die? Achso, das ist eine Mauer. Okay, ist eine Mauer, okay.
Da geht schon mal die Werbung zur Bravo Pizza, da kommen wir jetzt gleich. Bravo Pizza ist eigentlich, da gibt es nicht die vier Standardpizzen, die es hier immer gibt, wenn überhaupt, sondern die haben hier wirklich verschiedene Pizzen. Aber wenn du da reingehst, es dauert halt alles ein bisschen. Ja, du musst schon mal eine Stunde oder zwei warten. Also wenn du Salami willst, wird erstmal das Vieh geschlachtet, glaube ich. Wenn du was Kaltes zu trinken willst, dann schalten die den Kühlschrank an und tun gleich was raus für dich. Gut. Dann sieht hier Haufen Balciati. Dann gehen wir hier rüber. Mambo. Hoppala. Auch hier geht wieder eine Straße rauf. Ich versuche das jetzt immer langsamer zu machen oder länger auf die Seitenstraßen zu bleiben. Oder wenn wir was sehen. Haben wir ja vorher gehabt. So, gehen wir weiter. Ich glaube, also hier drin ist es auch die Bravo Pizza. Genau. Hier rechts hinter der Mauer. Gehen wir aber heute nicht rein. Ja, man will es nicht glauben, wusste ich jetzt auch nicht. Hier gibt es schon wieder einen Haufen von diesen Verkaufspflanzen. Unglaublich. Jetzt hoffe ich nur, dass der Akku dann reicht, weil ich will euch heute auch noch was über die Affenpocken erzählen, wie das hier so ist. Könnte ich jetzt beim Laufen machen, aber dann würde ich ja auf ein Video verzichten, das geht ja gar nicht. Muss mir auch die Zeit schon anstellen. Leicht. So. Gut. Dann schauen wir mal. Oh, noch. Habari. Maraba. Ich wusste gar nicht, dass die Straße so lang war. Weiter vorne, da sieht man jetzt so ein bisschen Berg hoch. Da kommt dann die River Road. Zumindest hieß sie mal so. So, wechseln wir mal die Straßenseite. Hi, Mambo. Ach so, ich wollte eigentlich... Nö, ich hüpfe da nicht. Du bist Jungfrau, du kannst es. Sie ist Jungfrau. Sie ist jung, die Frau, nicht Jungfrau. Da gibt es Beweise, die dagegen sprechen. Seht ihr, da liegt jetzt wieder ein Kabel auf dem Boden. Zeig doch mal den Mount Meru. Heute ist der Mount Meru da. Ja, schaut euch das mal an hier.
Sieh dann. Moment. Da ist er. Da ist die Spitze. Da ist der Vulkan. Heute haben wir. So, jetzt schauen wir, wo wir eigentlich sind. Hier geht eine Straße rein, die ich nicht kenne. Und hier geht auch eine Straße rein, die ich nicht kenne. Und deshalb gehen wir einfach geradeaus weiter. So, hier scheint einer ein Problem zu haben. Lambo. Ich weiß nicht, was die jetzt wollten. Die wollten unbedingt ein Foto haben. Es sind manche, die kommen an. Ich will ein Foto, ich will ein Foto. Und das ist hier ganz normal. Ah. Dabei, ja? Na, fahren ja Video. Arusches. Ja? Right? Grab your phone. Ah! Na sure, lakini. Santi, Santi. Oh. Ah, you grab my phone, ich sehe. Okay. No monkeypox, no corona. Naja gut, ich meine, kann ja passieren, ne, dass jemand einfach das Telefon rausreißt. Also die Safari-Wutzis, die meinten jetzt, ich sollte aufpassen, hier in der Gegend ist es leicht möglich, dass jemand mir das Telefon einfach aus der Hand reißt und dann ist es weg. Wenn das so ist, werdet ihr es nie erfahren und dann ist der Film hier auch weg. Aber das sind viele Guides, die einem Horrorgeschichten erzählen, wie gefährlich alles ist. Weil ihr sollt ja ganz sicher durch die Welt kommen, als Weiße. Und leider fassen das viele Weiße so auf und sagen, ja, hier wird ja alles aus den Händen gerissen, hier musst du sterben. So, schaut mal, hier links auch mal eine Straße noch rein. Ich weiß jetzt, wir sagen es im Dunkeln, oder? Jo, hier ist ein Neubau. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. War hier auch noch nie. Eieiei. Okay. Jetzt sind wir dann da vorne an der River Street. Also, wie gesagt, so hieß sie mal. Muss man schauen, ob sie immer noch so heißt. Und da stoppt man das Video. Und wir gehen dann aber die Engira Street weiter entlang. Nämlich an dem Platz vorbei, wo wir die ersten paar Wochen verbracht haben in Tansania. Und mache ich aber im zweiten Video, weil das wird sonst zu viel. Ah, die heißt jetzt Hans Road. Ja, sag ich doch. Okay, in dem Sinne machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Video. Ciao.